In puncto Know-how ist es beim BMW i8 natürlich das Thema Carbon. Ja. Den Werkstoff Carbon benötigen wir, um uns einen Leichtbauvorteil zu erarbeiten. Wir brauchen den Werkstoff Carbon, der ist 30% leichter als Aluminium, 50% leichter als Stahl. Wir brauchen diesen Gewichtsvorteil, weil nur der erlaubt es uns, in den BMW i8 einen elektrischen Antrieb einzubauen. Und wir haben natürlich schon vor Jahren damit angefangen, den Werkstoff Carbon zu industrialisieren. Das sehen wir beim BMW M3, beim BMW M5, M6, wo wir das Dach aus Carbon ausgeprägt haben. Aber es ist dann noch mal ein kleiner Unterschied, ob ich die gesamte Fahrgastzelle eines Autos aus diesem Werkstoff erarbeite und auspräge. Das haben wir geschafft und das ist der Gewichtsvorteil und das ist ein großes Know-how, was wir hier in der BMW Group jetzt erarbeitet haben. Wenn man einen Sportwagen bauen möchte, der auf dem Verbrauchsniveau eines Kleinwagens funktioniert, dann ist Aerodynamik ein großes Thema, weil sie wollen jede Form der Widerstände reduzieren. Windwiderstände haben einen großen Einfluss auf den Verbrauch. Und hier haben wir von der Natur gelernt und hier haben wir Bionik angewendet. Das heißt, wir haben dem Fahrzeug eine Form gegeben, wie sie schon in der Natur existiert. Das heißt, wenn Sie einen Wassertropfen zu Boden fallen lassen, dann nimmt er immer wieder dieselbe Form an. Weil das ist die effizienteste Art und Weise, einen Körper zu umströmen. Und so ist das Greenhouse auch nach hinten konisch zulaufend. Und so haben wir es geschafft, im Wesentlichen einen Großteil an Aerodynamik zu erarbeiten, einen Vorteil zu erarbeiten. Und der wird uns auf einen Aerodynamikwert von 0,26 führen. Da gehören natürlich noch viele weitere Elemente dazu, wie zum Beispiel diese sogenannten Air Curtains, die die aufprallende Luft auf die Frontschürze sofort zur Seite hin ableiten. Wir haben ein neues Raddesign entwickelt, was möglichst geschlossen ist, um Windverwirbelungen am Rad zu reduzieren. All solche Einzelheiten machen es dann zu einem großen Ganzen und zu dem besten Aerodynamikwert, den wir in der Group auf Basis eines Sportwagens haben. Der BMW i8 wird seinen Gewichtsvorteil nur dann erreichen, wenn wirklich jedes Gramm zählt. Und das wiegen wir quasi täglich. Und der Wagen ist somit auf einer permanenten Diät, damit er wirklich dann seine Performance auch so unter Beweis stellen kann. Also wir stehen schon heute im Entwicklungsprozess unter 1490 Kilogramm, obwohl wir hier einen schweren E-Antrieb an Bord haben. Und das ein oder andere Gramm werden wir sicherlich noch verlieren, weil wirklich jedes einzelne Element wird auf die Waage gelegt. Das fängt an beim Leder, das fängt an bei der Materialstärke des Glases, das fängt an bei dem Thema natürlich Carbon, bei Austrägungen von Versteifungen von Haltern kann man sie leichter ausprägen aus einem anderen Material. Wir nutzen zum Beispiel in der Dashboard-Halterung nutzen wir Magnesium, extrem steif, aber extrem leicht. Also das heißt, das gesamte Fahrzeug ist eine Referenz für Leichtbautechnologie. Der Fahrer oder die Fahrerin des BMW i8 wird ein Fahrzeug erleben, was nicht nur ein Fahrzeug ist. Das heißt, man kann das Fahrzeug in 5 unterschiedlichen Modi bewegen und ich bekomme eigentlich mehrere Fahrzeuge in einem. Ich kann nämlich rein elektrisch fahren, ich drücke die E-Drive-Taste und dann fahre ich vollkommen elektrisch. Also kann das Fahrzeug geräuschlos von 0 bis 120 km/h rein elektrisch bewegen mit so einer Reichweite von bis zu 35 Kilometern. Also das heißt, für den Stadtverkehr oder das Stadtumfeld kann ich immer rein elektrisch fahren. Dann habe ich den D-Modus, den normalen Drive-Mode, wo ich dann ein Hybridfahrzeug erlebe und hier auch somit einen straßengekoppelten Allradantrieb mit also einem Elektromotor vorne, einem verbrennungsmotorischen Antrieb hinten. Und dann habe ich natürlich dann noch den Sportmodus, wo ich dann wirklich die komplette Leistung abrufe und einen echten Sportwagen erlebe, der mich schon heute in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 katapultiert und natürlich Topspeed 250 km/h bietet, also ein echtes Sportwagenerlebnis habe.